die Wahl ist geschlagen in Frankreich. Emmanuel Macron gewinnt doch klar und deutlich gegen Marine Le Pen, allerdings mit den geliehenen Stimmen der Linken. Jetzt muss er sich etwas einfallen lassen, wie er sich präsentiert, auch als Mann des Volkes, als Mann der kleinen Leute. Das wird spannend, ob er das schafft. Charles de Mato. Was? Achso, nee, Mann. Servus. Oui, kommst du mir zu danken, dass ich Europa gerettet habe wegen Le Pen? Naja, und ich habe Europa gerettet vor Putin. Ich war bei ihm und hab gesagt, ich will nicht die EU angreifen, oder? Ja, hat er gesagt, macht er nicht. Ich lass dich in deinem Glauben. Herr Bundeskanzler Niemeyer, was sagen Sie zu Emmanuel Macron? Bitte. Na, wir haben gesagt, kannst froh sein, dass du Le Pen besiegt hast, aber jetzt Krönchen richten, Makrönchen richten, der Fokus ist sicher nicht lange auf die... Hallo, der Fokus ist weg, was soll das? Ich bin Rüdiger aus Holland. In Holland gibt es Menschen, die haben wenig. Und in der Politik nennen wir diese Leute die kleinen Menschen. Und wenn Macron ein großer Präsident sein möchte, muss er kleiner werden. Verstehst du, was ich meine? Oh, mon Tresor, hast du gehört? Du musst da, um ein Großer zu werden, dich mit den Kleinen identifizieren. Aber ich bin doch schon ein kleiner Mann. Was soll ich noch alles machen? Ja, du bist mein kleiner Mann, natürlich. Seit der Schulzeit. Als du meine Lehrerin warst, ich habe alles gelernt von dir. Aber jetzt heißt es Gürtel enger schnallen. Was, wieder gegen die Sozialschwachen, ja, oder aber was? Nein, du musst jetzt Gürtel enger schnallen. Nicht große Empfänge im Elysée-Palast, sondern für die... Wie siehst du aus, Emmanuel? Oh, merci, merci. Also, Sie wollen also ein bisschen volksnäher wirken, jetzt würde ich vorschlagen, Sie stellen sich einfach in die Mitte da und rundherum versammeln Sie einfach ein paar Arbeitergesichter, ein paar Proletten sozusagen, wie man in Wien sagt, und dann wirken Sie automatisch authentisch. C'est très bien, aber ich möchte noch viel kleiner wirken. Wir müssen hier in dieser grandiosen Halle sein und dann werden automatisch in dieser Halle werden alle Leute noch viel kleiner und ich auch. Das ist das Plan. Was sagst du, Brigitte? Ist das très bien, was ich vorhabe? Schon wieder falsch verstanden. Schon wieder? Erklär mir, was soll ich tun? Du musst mehr Passion für die Proletten haben. Zieh eine Kappe von einem Arbeiter an und singe ein Arbeiterlied. Irgendwas Schönes, ein Klassiker. Mais oui, ich singe einen Chanson von Chemin de Fer de l'Est, Curti. Es ist noch finster unter ihrem Show. Er regnet und Durst für. Wir haben Kaffee auf am Rechaud. Ich lieg nur in der Apfen, wann die Tür draus geht. Weil in die Arbeit, komm mal schon mehr zu spät. Oh, ein Gänsehautmoment. Wirklich wahr, ja. Seid vorsichtig. Und lasst euch nichts gefallen. Maschek, meine Damen und Herren. Peter Hörmann-Zeder, Robert Stachel in Bestform. Ja, das war er jetzt, der Maschek-Beitrag dieser Woche. Die einen sagen, das war super, die anderen Schaß. So ist es halt. Wie beim Fußball, man kann es nicht allen recht machen. Aber Sie können abonnieren. Jede Woche gibt es dann ein neues Video. Glocke aktivieren, auch nie verkehrt, Kommentar da lassen, liken. Bis zur nächsten Woche.